Hallo zusammen. Heute haben wir hier zwei wunderschöne Schweineschnitzel. Vom Duroc. Vom Duroc. Und die werden wir jetzt erstmal in mundgerechte Stücke schneiden, aber das sind auch Schnitzel sind. Wir sagen gerne Schnitzelstreifen dazu. Ja, oder Schnitzelchen. Mini-Schnitzel. Mini-Schnitzel. Gut, fangen wir mit dem ersten an. Also wie gesagt, es wird also jetzt kein geschnetzeltes, sondern wirklich ein bisschen schräg kann man ruhig machen, also so, ne? Ja, mach, lass deiner Kreativität freien Lauf. Also so müssen sie schon sein. Und dann ist es kein Schnitzelchen mehr. Hol ich ein bisschen mal dran, lass es ein bisschen größer, aber so sollte es schon sein. Also ein Schnitzelstreifen, so wie ich gesagt habe. So, dann die zur Seite, dann machst du den nächsten Otto. Wenn hier noch was dran ist, sowas hier, einfach nur gerade schnell wegschneiden. Das, was die Mutti nicht mag, kommt weg. Genau, so sieht's aus. Und dann auch wieder. Einfach schön. Gut, man sieht hierbei, was so ein scharfes Messer ausmacht. Und gutes, zartes Fleisch. Ja. Beides. Richtig. So, das war es schon. Jetzt legen wir uns das Ganze parat. Hol ich ein bisschen enger. Und wir das alles ein bisschen salzen. Und ein bisschen durchmischen. Pfeffer. Knorrischer Halunken. Knorrischer Halunken. Und ein bisschen Pfeffer. Einfach nur alles gut durchgewürzt. Und dann gerade vernichtet. Das war eigentlich schon fast die ganze Vorbereitung. Tun wir jetzt zur Seite. Ein bisschen sauber machen hier. War nur gerade grob. Und jetzt, damit wir ein bisschen Kruste bekommen, Mehl. Und dann werden unsere Schnitzelchen einfach hier reingetan. An allen Seiten. So. Meliert. Ich habe jetzt da 3 gehäufte Esslöffel Mehl drin. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen zu viel. Könnte ein bisschen viel sein, aber wenn du ein bisschen sparen willst. Ja. Mach nur 2 Löffel. Genau, wird auch reichen. Jedenfalls für die Menge an Schnitzelstreifen. Definitiv. Und dann einfach schön mit. So kriegen wir näher ein bisschen mehr Kruste dran und in unsere Soße noch ein bisschen Bindung. Also 2 Fliegen in einer Klappe. Wenn du sagst, ich will jetzt auf Kohlenhydrate verzichten, dann lass es mir weg. Und die Nudeln, oder? Richtig. Sonst bringt es nicht viel. Hm. Die Nudeln haben wir übrigens schon vorgekocht. Richtig, weil die kommen nachher, wenn die Soße fertig ist, nochmal zur Soße, zusammen mit ein bisschen aufgefangenem Nudelwasser, aber das seht ihr dann. Genau, wir haben einfach noch eine Kelle Nudelwasser abgeschöpft und schauen dann gleich mal, wie wir da mit der Stärke, mit der Bindung hinkommen. Richtig. So, fertig. Perf. Wir haben ein bisschen Butterschmalz. Marke egal. Ich sag Butterschmalz. Kommt ein bisschen in unsere Pfanne. Kommt anschmeißen in die Pfanne ruhig. Ich habe jetzt auf volle Hitze, also ruhig mit Karton dahinter. Und wir wollen ja gleich ein bisschen Kruste bauen. Also einfach, wenn man nicht weiß, wie heiß die Pfanne ist, kurz die Hand rein. 1, 2, 3. Ist noch länger als 3 Sekunden reinhalten kann, ist die Pfanne nicht warm genug. Schneller geht es natürlich, wenn ich die Pfanne einen Deckel drauf tue. Desto eher ist die Pfanne heiß. Wichtig ist immer, Pfanne auf dem Herd, Öl rein und dann heiß machen. Nie eine beschichtete Pfanne ohne Öl erhitzen. Ganz wichtig. Hört gut zu. Ist so. Jetzt geht die Pfanne kaputt. Du kannst die beste Pfanne der Welt haben. Wenn die heiß gemacht wird ohne Öl, geht sie kaputt. So. Hand rein. 1, 2, 3. Warm genug. Jetzt können wir anfangen, hier unser Schnitzelchen reinzutun. Schön Stück für Stück.
Wir haben jetzt hier ein Ceranfeld. Ceranfeld ist ja nicht gerade so viel mit Power. Deswegen kommen da jetzt nur ein paar Streifen, also sind alle auf einmal. Muss man ein bisschen in Etappen anbraten. Sonst kühlt die Pfanne zu stark aus. So, dann schauen wir mal. Ah, da geht ja schon was. Guck mal hier. Schön. Noch ein bisschen hell, aber das wird ja ganz gut, das hier. Ja, das kann man so lassen. Das ist halt, wenn man mit zu viel in die Pfanne reintut direkt, hat ja auch mehr Hitze für sowas. Ach, guck mal hier. Noch ein bisschen viel hier. Die so aussehen, können sie raus. Dann kommen die nächsten schon rein. Mal die Pfanne schon mal runterregeln, weil die hält auch die Hitze. Muss ja nicht überheiß werden. So. Jetzt haben wir auch die zweite Fuhre fertig. Sieht auch schon mal super aus. Jetzt auf der anderen Seite ein bisschen. Dann passt das. So. Das ist alles fertig jetzt. Sieht auch gut aus. Schön goldbraun, perfekt. Da fahren jetzt schon mal unsere Schnitzelchen. So. Mache ich gerade ganz schnell die Pfanne ein bisschen sauber. Da sind so ein paar schwarze Flecken drin. Und die wollen wir einfach nicht in unserer Soße haben. Ein bisschen was ist ja nicht schlimm. So. Mal ganz schnell durch hier. Schon ist die Pfanne sauber. Toll, wenn du so eine gute Beschichtung hast. Genau. So. Jetzt kommt hier Senf. Gute 3 Esslöffel. Dann etwas Tomatenmark. Davon ist nicht gerade so viel. Da machen wir ein Verhältnis 3:1, ne? Ja. Also 3 Esslöffel. So reicht. Genau. Und 1 Esslöffel Tomatenmark. Und dann schon ein bisschen anschwitzen, gerade schnell. Ja, aufpasst mit der Pfanne, dass sie nicht überhitzt. Wieso lässt du den jetzt anschwitzen? Einfach damit ein bisschen Aroma dran kommt. Muss aber aufpassen. Sonst wird es nämlich schnell bitter, wie im Tomatenmark auch, aber so kriegt man halt ein bisschen mehr Power näher an die Soße. Okay. Und vermengt schon mal. So. Jetzt der Wein, ne? Jetzt kommt ein bisschen Wein. Da stellen wir die Flasche jetzt gerade auf die Küchenwaage, damit wir fürs Rezept wissen, wie viel Wein wir da reingekippt haben. Ne? Ein guter Schuss Wein, genau. So, dass der Pfannenboden bedeckt ist. So. Das waren jetzt knappe 100 Milliliter. Also ein schönes Gläschen. Richtig. Ein Feierabendgläschen. Ein Feierabendschnaps, ja. Dann auch wieder hier jetzt schön hier alles vermengen. Wird auch schön verteilt ist, kurz aufkochen lassen. Man sieht schon hier, wie hier jetzt der Aroma riecht herrlich nach Senf gerade. Ja, total. Ja, der Tomatenmark ist ein bisschen für die Farbe, dass der komplett gelb ist. Dann sieht ja aus wie eine China-Pfanne. Oder wie ein Curry-Geschnetzel. Und dann, weil es so blubbert, hier haben wir 150 Milliliter Gemüsebrühe, die dazu kippen. Auch wieder aufkochen lassen, also kurz verrühren. Und lass mal aufkochen. Die Hitze hole ich wieder ein bisschen runter, aber wie gesagt, die Pfanne hält ja auch ein bisschen Hitze. So, dass das schön köchelt. Manche Sachen sind einfach. So.
So, die Soße sieht noch ein bisschen wenig aus, aber jetzt gleich kommt ja noch Sahne dabei und unser Nudelwasser. So, ich kann die kurz aufkochen. Wir haben jetzt hier zwei gute Portionen gemacht. Ja. Gleich kommen 250 Gramm, also eine halbe Packung Nudeln dazu. Genau. Wie gesagt, die Nudeln haben wir ja schon vorgekocht, die kommen gleich auch mal dabei, werden nochmal erhitzt. Und dann halt die beiden Schnitzel. Richtig. Also in Summe zwei ordentliche Portionen, von denen zwei Leute definitiv satt werden. Schnitzel waren jetzt knappe 300 Gramm, richtig? 300 Gramm waren es, genau. So, jetzt können wir hier schon. Aber die genauen Zutaten und Mengenangaben findet ihr natürlich im Rezept auf unserer Homepage. So, kommt noch ein bisschen Sahne dazu. Gute Sahne. Also einen guten Schuss. Knapp 50 Gramm sind das gewesen. Ich glaube, da hättest du doch ein bisschen ehrgeizig. Ich kann das bisschen hochholen. So, aufkochen lassen. An Gewürzen haben wir jetzt hier noch ein bisschen Thymian und ein bisschen Majoran, richtig? Genau. Und ein bisschen Pfeffer, oder? Bisschen Pfeffer. Gut. Ich als Pfefferkind. Ohne Pfeffer geht das nicht. Ja, jeder hat doch da so seinen Favorit, oder? Manche mögen ganz viel Salz, manche kippen überall Maggi rein. Ich mag halt Pfeffer. Genau. So, ein bisschen Majoran. Alles so. Ein halber Teelöffel. Haben wir hier noch ein bisschen Thymian. Auch noch verschlossen ist. Wir machen bei den Gewürzen ja auch immer die Mengenangaben, aber da sollte sich jeder auf seinen persönlichen Geschmack und sein eigenes Empfinden verlassen, was jetzt für ihn da an Menge in Ordnung ist oder was nicht. Richtig. Bisschen Thymian. Davon kann ruhig ein bisschen mehr, weil verträgt sich auch gut mit dem Senf. Definitiv. So. Noch ein bisschen Pfeffer. So ist schon gut, danke. Ja, und dann kommt schon einmal Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf welche Gewürze ihr nicht verzichten könnt. Richtig. Salz haben wir jetzt extra weggelassen, weil ist ja schon Gemüsebrühe und so was dran. Die Gemüsebrühe ist auch ein bisschen gesalzen. Ja. Und ich hatte auch ziemlich viel Salz im Nudelwasser. Nudelwasser, genau dabei. Apropos Nudelwasser, das haben wir jetzt hier. Kommt auch noch dabei. So. Das waren jetzt wie viel? 150 Milliliter. Ja, perfekt. Lass mal richtig Gas drauf geben. Und dann sind wir auch schon fast fertig, ne? Lass das Ganze kurz aufkochen. Dann kommen unsere Nudeln dabei, dann werden die nochmal kurz aufgekocht mit den ganzen. Und wirst du auch sehen, wie das nachdickt. Dann passt das gleich schon. Dann sind wir schon fast durch. Ich habe auch Hunger. Ich auch. Das ist wirklich ein schönes Gericht für die Feierabendküche. Wenn man alles ein bisschen vorbereitet, dann bist du wirklich in 30 Minuten komplett durch. Oh, locker, inklusive Nudeln kochen. Genau. Gut, außer du filmst es dabei, dann kann das ein bisschen länger dauern. Ja. Aber so machen wir es euch dann leichter, indem ihr nachher wisst, wie ihr vorzugehen habt. Richtig. So. Ich koche das auf das Ganze. Hier sind die Nudeln, der ist ein bisschen, ein bisschen angepappt, aber das wird nicht ein Problem sein. Das sind jetzt Drecce-Nudeln. T-R-E-C-C-E geschrieben. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es soll sich da keiner angegriffen fühlen. Auf jeden Fall ist das eine tolle italienische Nudel, die auch durch so eine Bronzeguss oder durch so eine Bronzeform gedrückt wurde. Richtig. Da sind die ein bisschen rauer. Genau. Und nehmen die Soße besser auf. Genau. Ja, dann wollen wir mal anrichten, ne? So,
So, die Soße ist schön angezogen jetzt. Jetzt tun wir hier ein paar Nüdelchen rein. Ein bisschen mit Gefühl machen wir schon was da rein. Hab ich schon. Nichts Neues. Jetzt sieht man auch, wie schön die Soße, die angedickt ist. Herrlich. Jetzt haben wir noch ein bisschen Petersilie. Wir schneiden immer vor und haben also schon geheißet eingefroren, ne? Genau. Das ist ein bisschen einfacher. Haben wir hier unsere Schnüffelchen. Und die kommen jetzt da dabei. Einfach schön goldbraun, schöne Schnitzelchen. Und fertig. Oh, eins noch oben drauf. So. Fertig. Einfach ein leckeres Gericht. Und dann probieren wir mal, wa? Probier gerne. Ich hole nur einfach die Nudeln jetzt hier. Das schmeckt mir gerade so dick. Leckere Senfsoße, dazu passende Schnitzel. Einfach lecker. Wenn du unsere Senfsahnenudeln mit Schnitzelstreifen mal ausprobieren möchtest, dann findest du das Rezept wie immer auf unserer Homepage. Genau, www.omas-ketchup.de. Bis demnächst. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.